So, und hier können wir jetzt. Das haben wir eh schon gelesen, oder? Ja, das war das mit dem Wein. Ja. So, und hier setzen wir jetzt mal das hier ein. So, und kommen hier in den Geheimgang nach hinten. Oh, da finden wir Schießpulver. Und den Hofschlüssel. Ah, alles klar. Und jetzt ist der Raum hier auch blau. Und ja, jetzt kommen wir wohl in den Hof hinaus. Das heißt, wir müssen wieder zurück zur Küche. Die war... hier war die Küche. Das heißt, genau da unten müssen wir wieder durch. Soll ich dich rumführen? Na? Danke. Oh. Genau da, wo ich hin muss. Hey, ich hab deine Schwester getötet. Aber was? 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 Das hat nur eine Treppe. Komm mal mit. Ja, da folgt sie mir nicht, ne? Hm. Okay, so. Geh mal da raus. Entriegelt. Innenhof. Okay. Gehen wir uns hier mal um. Plündern hier gleich mal das Geld. Das ist die Küche, oder? Ja. Warte mal, wenn ich mich hier recht erinnere. Und weil ich es auch gerade her, gibt es hier diese Vogelkäfige. Metallreste, okay. Ich glaube, die kann man da schießen. Ja, genau. So, da gibt es irgendwo Kraut. Das kann ich mich auch noch erinnern. Das habe ich damals gesucht. So, da gibt es jetzt nichts mehr. Da brauchen wir wieder irgendeinen Lady Dimitrescus Schlüssel, okay. Nochmal Vase. Rostige Reste, sehr nice. Was? Ah, sehr gut, das ist schon blau. Mal keine Gedanken. Gut, das heißt aber, dass da dann eigentlich eh nichts mehr zum Looten gibt. Alter, Even! Geht da einfach gemütlich weiter. Wie ist es? So ist es gegangen. Okay. Da ist eh zu. Geht einfach in den Raum rein, obwohl er genau sieht, dass da Lady Dimitrescu, der gerade rumwandert. Blau, alles klar. So. Blindenmunition, auch ganz nice. Und auch dieser Raum ist blau.
So. Der Raum ist auf jeden Fall nicht blau. Ich würde zwar keinen Lärm machen, aber ich muss. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Oh oh. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich das nicht war, würdest du das glauben? Ich glaube, die Dimitrescu ist angepisst. Sie hat eh drei davon. Karte. Sehr nice. Jetzt haben wir die Karte mal gefunden. Okay, da können wir gleich durch. Pistolenmunition. Da ist nichts drin. Da ist noch Schießpulver drin. Und jetzt ist der Raum blau. Sehr nice, okay. So, was können wir jetzt tun? Wir können eigentlich nur ins Badehaus gehen. Machen wir es mal. Ich hoffe, okay. Ich würde sagen, ich hoffe, wir stören sie jetzt nicht beim Baden. So. Das schreit noch ein Rätsel. Okay, es ist auch. Sonst findet man da auch nichts. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Die Statuen, die kann man, glaube ich, drehen. Genau. Wert, okay. Die sind wohl die Armen. Nun geht's. Die ihr Glück in die Hand nehmen und ihren Herren die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Das heißt, das müsste auf jeden Fall mal da so hin. So. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Die Frauen blind. Ja, Avancen der Männer. Ups, das wollte ich nicht. Warte mal. Wie vielleicht soll hin? Okay, jetzt war es mir eigentlich nur geraten, aber es hat funktioniert. Oh Gott, nicht schon wieder runter. Oh na. Können wir nicht einfach mal oben bleiben? Oh. Okay, hilft nichts. Ah, da schon her. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, das kannst du laut sagen.
Aber hundertprozentig ist da irgendwo ein Gegner im Wasser versteckt. Hundertprozentig. Habe ich gerade gesagt, im Wasser? Ich meine natürlich im Blut oder Wein oder keine Ahnung, was das ist. Hallo! Stehst du bitte auf? Alter. Alter. Da hinten war eh nichts mehr. Also ne, da kamen wir gar nicht hin, okay. Noch nicht. Fick dich. Alter. Wow. Genau gewusst. Wo? Ich habe immer Angst, nämlich, dass die auch hinter mir spawnen. Schau, Ethan, so geht es. Man muss nicht da außen rumlaufen, man kann einfach da durchkraxeln. Du stirbst. Okay, vielleicht geht, wäre sie gegangen. So. Die Musik hat sie ein bisschen beruhigt. Okay, warte mal. Also die erhöhte Feuerkraft, die macht sie auf jeden Fall bemerkbar, finde ich. Oh, Kraut. Oh, Pistolenmunition. Okay, da könnten wir uns verteidigen oder schützen. Wenn wir das wollen. Aber eigentlich will ich das nicht. Noch 4 Schüssen sind die schon weg. Wie haben wir denn eigentlich? Okay. Schon die Schrotkugeln haben wir auch schon ein paar. Mir hat sehr gut gefällt. Alter, was sind jetzt schon wieder. Oh, fuck. Ich hab's eh gewusst, aber trotzdem. Alter. Der Ethan hat übrigens einen ziemlich langen Arm. Ah, da hinten. Gibst du jetzt bitte?
Alter. Spieler hat mir gesagt, ich soll Munition machen. Dann mache ich Munition.